Zack, zack und zurück vom Sonnenblumengehege. Willkommen zurück zu Evil Within. Richtig. Im Sonnenblumenfeld. Aber was denkst du, was das Haus jetzt hier zu bedeuten hat? Ach, ich habe keine Ahnung. Was steckt da eigentlich drinne? Nimm mal bitte eine Scharfschützengewehr. Zieh mal nach da oben. Was ist hier unten? Boah. Nee, nee, da. Aha, gut. Ich hab gedacht, das wäre irgendwie eine Axt. Also ich denke mal, das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass in dem Haus die Eltern von Ruby gewohnt haben. Und die wurden abgebrannt. Oder irgendwie ein Monster. Oder so. Jetzt habe ich mir auch vorstellen können, wenn du jetzt hingehst, dass irgendwas passiert. Ja, irgendwas wird. Okay. Nimm mal wieder eine andere Waffe wieder, da oben. Jo. Ich guck mich erstmal rundherum. Hier liegt doch was. Oh weh. Schon mal krass, dass hier Munition liegt. Ja, es geht noch. Hallo? Ist hier jemand? Nee. Vielleicht muss man sich über den Weg in das Dings reinbahnen. Aber da muss doch in der Scheune. Da oben ist auch ein Fenster offen. Wenn Menschen. Das hat er bestimmt irgendwie. Sag ich mal so. Mir kommt gerade so ein kleiner Gedanke wie mit Frankenstein. Mhm. Weißt du? Den haben sie auch früher gejagt, sag ich jetzt mal so. Mhm. Was ist das denn? Achso. Scharfschützenmunition. Sehr schön. Kannst du hier was anzünden? Nee. Nee, bestimmt nicht. Halt doch. Nee, nee. Doch. Oder? Nee, es liegt irgendwas. Ach hier. Aha. Das brauche ich. Tja. Schauen wir mal. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Ach du Scheiße, ist das Laura hier, die wir mit dem Feuerschmack getötet hatten? Ach nö, oder? Sind mir die Haare? Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Ah, okay. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Okay. Deswegen hat die auch Angst vor Feuer. Oder was sagst du, Steven? Würde mir jedenfalls logisch erklären. Würde ich auch denken, aber. Ich hab nichts gehört. Was zur. Shit. Genau. Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben! Bitte, du musst klettern! Scheiße, Alter. Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Da. Ja, natürlich. Jetzt muss ich da oben raus. Aber wie? Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Hier hoch? Nee. Hier geht's nicht hoch. Hier geht's auch nicht hoch. Komm ich hier hoch. Warte mal, hier ja, sind unsere Draht. Was ist hier? Kann ich irgendwas drehen? Das ist schon. Da fährt das doch rüber. Ja, das ist jetzt echt blöd. Ich muss. Was ist das hier? Kann ich irgendwas machen? Ah, ich kann es runterholen, genau. Okay. So, doch, es muss da rüber, weil sonst komme ich ja nicht rüber. Ja, und dann so weit wie möglich darüber. Achso, dann schießt du auf das Ding. Dreh dich um. Schieß hinten auf das Teil. Das da? Ja. Hier liegt Flüssigkeit. Hier kannst du was abbrennen. Bringt uns das was? Warum nicht? Vielleicht liegt was dahinter. Na gut, wir haben ja 5, ne? Okay, aber die werden ja alle mit immer brennen. Ich denke mal, hier liegt vielleicht nichts drunter. Aber ich denke mal, hier hinter denen hier. Ich glaube nicht. Ich denke ja. Aber ich mach's trotzdem.
Weil hier eh schon alles brennt. Hier liegt nichts, siehst du? Hier bestimmt nicht. Können wir noch kurz warten, bis die Scheune abgebrannt ist. Aha! Oh. Ich kann nicht hauen, wieso denn das nicht? Irgendwie kannst du hauen. Nee. L1. R1. Das ist blöd. Ich kann nicht hauen. Ja, klar, musst du. Was war's? Ach, Dreieck. Ja, ich hab dich davor vorhin gefragt, ob Dreieck geht. Na, egal. Alter, was ist denn das? Shit, was soll denn das? Was soll ich jetzt machen? Ich würde sagen, töten. Wie denn? Drauf schießen. Ich denke mal, jetzt kommen wir unendlich. Ja, das ist aber ein bisschen blöd. Ich würde fast sagen. Schieß nur auf den. Ja. Schieß mal mit was anderen. Das ist nicht gut. Brandfelsen? Probieren. Naja. Vorsicht über Feuer. Ja, Viereck. Weiter. Na gut, das ist er. Weiter unten auf dem Boden, Jetzt hast du hinten an die Wand geschossen. Wow. Wo ist er hin? Hier ist er. Oh, hier ist er. Gut, so, ja. Hä? Nee, das bringt nichts. Nimm mal den Schrot finden in den Pfoten. Rechts, jawohl. Jawohl. Bewegen. Sehr gut. Ja, gut. Aber irgendwas müssen wir machen, oder? Ach, gut. Oh, nö. Nein. Bitte nicht. Hab ich nicht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Nee. Alter, aber Mann, ich hab doch nichts gemacht. Okay, gut. Die Tür ist auf. Angewinkelt. Du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Da leben nur welche. Ich will nicht reingehen. Beatrice, wir haben das doch besprochen. Okay, gut. Reingehen. Oder warten. Im Keller. Er klingt. Na gut. Ist der Schrank dort oft angelehnt? Ja. Schrank oder Tür? Kommt drauf an, was man will, war. Wenn ich fliehen würde, würde ich dort rausgehen. Wenn ich hier untersuchen gehen würde. Ja, gut. Alles klar. Ich nehme mal den leichten Weg. Hä? Komisch durchgeklitscht, oder? Ja. Geht zu. Ja. Das war so klar. Aha. Kapitel 9 wurde überlebt. Rufig. Speichern. Da natürlich. Jo. Annehmen. Da trinken wir noch einen Schluck. Trink und stink. Was für Ding?
Jo, knapp 10 Stunden spielen wir jetzt schon. Die Werkzeuge. Was? Wo? Des Meisters. Okay. Wo siehst du das? Ah, da. Die Werkzeuge des Meisters. Kapitel 10. Na los, weiter. Jo, weiter geht. Nächstes Kapitel. Nächster Kapitel. Die Kapitel 10, die Werkzeuge des Meisters. Hm. Was sind denn die Werkzeuge des Meisters? Du als Meister? Eine Schaufel. Und ein Rasenmäher. Ein Rasenmäher. Denn sind mit der Schaufel kann ich dann die so Leute... viele Fragen wie... Wie, was? Wie kommt der Sebastian Castellanos zu den Ruvik? Wie das jetzt passiert ist, haben wir jetzt gesehen. Also was... Wie der Ruvik zum Ruvik wurde. Ruben hieß der ja richtig. Rübenfleischer. Für mich ein äußerst schrecklicher Name, dieser... Ja, eigentlich schon. Ruben... Der ist mit deinem Namen schon... Deswegen aber, ist er so böse. Der ist mit seinem Namen schon bestraft. Ruben baut gerne Gruben. Ja, und da gehen wir jetzt rein. Wie es aussieht. Ach, immer diese Leitern, Scheiße, oder? Scheiße, wie tief geht denn das hier? Alter. Hab ich doch nicht so eine Angst. Ich habe eigentlich gedacht, es wird mal wieder ein bisschen heller. Aber na gut. Wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben. Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Okay, da geht's so langsam. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde. Diese Fall. Dieses Ungeziefer. Diese Mikroben. Sie sind mein. Und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Oh Gott. Das ist mein Wille. Gut, gut. Hast du... Sind das Segen? Also sind das Segenblätter oder sind das einfach nur rar? Ne, sind irgendwie... Das sind Segenblätter. Auf doppelte, hä? Aua! Das tut ja jetzt schon weh. Ah, hier ist auch nur so ein sicherer Raum, da können wir dann nicht unter dem reingehen. Das ist schon mal sehr schön, ja. Ah, dass die Feuerdinger nicht funktioniert haben. Oh, was zum Lesen. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? Was war das? Eine Fliege. Nervt gerade. Geh essen. War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hatte alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimmen von meinem süßen Jungen, sein Lachen und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Hm. Ist echt krass, wenn du so Lachen aus dem Keller hörst. Mir würde das so ein bisschen Angst machen. Aber wir gehen mal in diesen sicheren Raum, weil... Gibt es denn eigentlich irgendwas, vor was du Angst hast im Leben? Also jetzt so... Warum ist hier das... Warum ist der Spiegel noch nicht offen? Ich noch nicht. Weil ich liege noch nicht an. Geh mal ran. Ah, gut. Ach doch, wir können die Attribute mal aufwärmen. Ja, weniger. Das meinte ich ja. Da haben wir noch Zwischenschlüssel, haben wir noch. Oh, Zwischenschlüssel haben wir noch. Mein Kopf. Wer ist der Typ nebenan? Boah, ich will es nicht wissen. Nebenan, das ist gegenüber. Stimmt. Muss ja hier sein, oder? Ah ja. Ja, kann ich fliegen? Nein, reingucken. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich... Oh, wenn das näher heranfährt. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört?
Oh, oh. Kannst du dich bewegen? Hm. Yes. Vor was ich jetzt so Angst hab, Ich fange mal an. Spontan irgendwas ein? Ja. Ich hasse zum Beispiel nachts durch den Wald zu laufen. Das ist zum Beispiel richtig krass. Also da ja, ist so... Okay. Oh, Dreie? Oh, von mir aus. Darfst du ja auch einen ersten aussuchen. Ich nehme den zweiten, genau. Den Tle? Hm. Das? Schauen wir mal rein. Uhuhuhu. Ist aber ein kleines Ding, ne? Oh! 5.000 ist immer so. 5.000, 7.000. Wisst ihr, was ich mich eigentlich auch schon mal hier gefragt hatte? Was? Ob das bei jedem gleich ist. Das wäre okay, du bist... Interessant, ja. Ich nehme den hier oben. Toll. So. Okay, gut, wir haben alle 10 Schuss gebraucht. Einer ist da noch. Doch, noch einen. Ich würde sagen, jetzt mal von links. So. Den zweiten von hinten in der Mitte. Genau. Den? Nein. Oder den? Das ist der zweite, ja. Den. Oh. 7.000, 32.000. Jetzt können wir mal ein bisschen basteln, ja, ne? Und der Weile kann ich mal so ein bisschen... Erzähl nochmal, vor was du Angst hast, genau. Also ich habe zum Beispiel keine Angst vor Spinnen oder sowas. Weiß nicht, das finde ich eigentlich alles passt schon. Ich mag eher so Dunkelheit nie. Also überhaupt nie. Gehst du hier zu? Ja, gut. Nee. Ich weiß, was wo ich jetzt Angst habe. Zum Beispiel Wasser. Also im Wasser. Ich hätte da Angst, dass irgendwie Fische mich auffressen oder Haie zum Beispiel kommen. Echt? Weil du kannst dich im Wasser fliehen. Nicht wirklich fliehen, du kannst dich dort wenig schnell bewegen. Das finde ich so zum Kotzen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen meine Angst. Okay. Was kostet denn kritisch hier? Kritisch? Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Ist eigentlich ganz gut. Ich guck mal schnell weiter, was wir noch haben. Nur, ich erzähle auch einfach mal weiter. Nee, das ist schon irgendwo, das kommt schon in die Richtung hin. Also ich mag zum Beispiel nicht, also Dunkelheit, also alles was, ja, Höhlen, ja. Ja, Weltall. Enge Höhlen wären zum Beispiel auch schlecht. Na, Weltall. Weil da bist du auch gefangen. Da jetzt mal, wenn du jetzt aus deinem Flugzeug, wollte ich schon sagen, wenn du jetzt aus deiner Raumkapsel oder sonst wie rausfliegst, du kannst nirgendwo hin. Mhm. Weißt du? Und du hast halt auch, sag ich mal so, keine Luft. Mhm. Sag ich mal so, wie ist der Film? Mit Sandra Bullock und... Gravity. Gravity. Wenn du da mal, sag ich mal, falsch aufkommst und wegfederst. Das finde ich... Und tiefe Gewässer finde ich auch scheiße. Mhm, genau, das ist auch so. So Schaden. Ach nee, kritisch war's, ne? Mhm. Was können wir auch machen? 13.000. 300. Was ist das genau? Ach, von der Waffe, okay. Hm. Ja gut, ein Schrot ist blöd. Ich habe Schützengewehr, weiß ich nicht. Ja, so nicht. Das brauchen wir auch nie. Hm. Was hast du noch bei Fitness gehabt? Du hast jetzt so schnell gemacht, habe ich gar nicht gesehen. Fitness habe ich jetzt die Lebensanzeige hast du voll gemacht? Hm. Nee, nicht voll. Bis zum. Naja, Stufe 4 hast du ja immer gemacht. Nahkampfschaden. Brauchen wir nicht, weil Nahkampf mache ich eigentlich ziemlich wenig. Spritzen wirken wesentlich. War ja auch immer voll jetzt, hast du recht. Gut. Mhm. Waffen. Waffen sind wir gerade durch. Reserve? Reserve, was haben wir hier? Ich würde das für die. Ah, ja, gut. Das können wir uns gerade nicht leisten. Na, da sparen wir halt. Eigentlich könnten wir es uns sparen. Spritzen habe ich auch noch einen Dreier, also. Ja. Streichhülse brauchen wir auch nicht. Was haben wir mit Qualmbolzen? Naja, die brauchen wir eigentlich. Oh, was? Hä? Wieso haben wir die so doll aufgewertet? Wegen dem Feuerschaden am Ende. So, wollten wir ja machen, oder? Nee, lass das weg. Ja, lassen wir es mal. Wir lassen es erstmal. Ja. Reicht zu. Oh, wie viel Leben wir jetzt haben? Voll. Hast du nicht auch noch zweimal volle Bulle erste Live oder sowas gehabt? Ja, eben auf jeden Fall. Wo waren hier dieses scheiße. Reindrücken hier R3. Ja.
Aber nicht nehmen. Eben machen wir das. Gut. So, hier könnte man eigentlich auch mal Schlüssel machen. Schlüssel machen? Genau, ich stelle mich jetzt hier davor und dann lassen wir uns ein bisschen anleuchten. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Also finde ich auch. Doch. Ja. Finde ich gut. So, wir sagen Jutta Tschüss. Lasst euch gut gehen, haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.